Der Payment-Markt ist was ganz schrecklich historisch gewachsenes. Den gibt es ja schon im Prinzip seit Tausenden von Jahren. Und der war komplett nicht auf die neuen Möglichkeiten, die uns die digitale Welt bieten, ausgerichtet. Man kann heute in Nullzeit Daten von A nach B beliebig auf der Welt transportieren. Der Payment-Markt gibt das alles nicht her. Deswegen besteht er heute aus ganz vielen Brücken und Krücken. Es gibt die Karte ist aber gar nicht direkt mit einem Konto verbunden. Es muss erst noch Geld innerhalb des Bankensystems transferiert werden und so weiter. Dadurch entsteht diese Situation, dass wir heute so enorme Payment-Kosten und so aufwendige Prozesse haben. Apple macht zurzeit gerade vor, wie sich das Ganze in Zukunft verändern wird. Ich war vor 3, 4 Tagen in einem Apple Store, nehme mir einen Gegenstand, scanne ihn mit meinem iPhone, drück okay, schon bezahlt, gehe aus dem Laden raus, alles fertig. Genauso wird sich der gesamte Payment-Markt entwickeln. In 10 Jahren wird es keine Karten mehr geben. Man geht einfach in den Laden, nimmt sich die Sachen, geht raus. Man wird mit seiner ID bezahlen. Seine ID ist, das ist zum Beispiel eine Google-ID, eine Apple-ID, eine Microsoft-ID. Und an der Stelle sehe ich Stand heute auch den Bitcoin, dass der auch eine weitere Möglichkeit der ID darstellt. Und das funktioniert einfach. Der Bitcoin wird dann zur Alternativwährung, wenn man ihn in dem Alltag nutzen kann, wenn man sein Brot damit kaufen kann, wenn man ein Auto damit kaufen kann und so weiter und so fort. Aber wirklich an allen Stellen, wo man so kaufen muss. Deswegen ist unsere Aufgabe einfach, Übergänge zu schaffen. Übergänge von der alten Bezahlwelt in die neue Bezahlwelt, um Bitcoin mal als solches zu bezeichnen. Wir versuchen genau diese Übergänge zu schaffen. Wir werden Möglichkeiten schaffen, möglichst flexibel zwischen alten Währungen und neuen Währungen zu wechseln, zu tauschen, die alten Währungen im Alltag zu nutzen und automatisch auch Währungskonvertierungen zu machen, so dass man am guten Schluss einfach mit Bitcoin in der Bäckerei um die Ecke zahlen kann. Die Bitrepid möchte genau diesen Übergang schaffen. Die möchte den Leuten die Möglichkeit ermöglichen, morgen schon in der Apotheke um die Ecke mit Bitcoins zu zahlen.